Wenn man etwas empfängt und das bedingungslos tut und etwas ohne schlechtes Gewissen etwas empfängt, dann ist man sehr verletzlich. Sehr verletzlich. Und das muss man zulassen. Kannst du bedingungslos geben? Nimmst du oder empfängst du ohne schlechtes Gewissen? Ja, herzlich willkommen zu diesem weiteren Teil von meiner Serie Geben und Empfangen, wenn man es so nennen will. Also mir geht es wirklich hier um diesen Energieaustausch geben und nehmen. Darum, ja, wie unsere heutige Gesellschaft funktioniert und wie wir das auch missbrauchen, dieses Prinzip. Weil im Endeffekt, wie auch im ersten Video schon erwähnt, es geht immer darum, einen Ausgleich zu haben. Sobald wir in irgendeiner Weise nicht ausgeglichen sind, dadurch entsteht Krankheit, dadurch entsteht Depression oder Streitigkeiten, Kriege. Also alles, was eben nicht im Ausgleich ist, das ist negativ. Und mir geht es bei diesem Geben- und Nehmen-Prinzip wirklich darin, euch klarzumachen oder ich möchte euch animieren dazu, euch bewusst im Alltag mal damit auseinanderzusetzen, wann gebe ich, wann nehme ich, wann empfange ich und wie kann ich da einen Ausgleich schaffen. Ja, in unserer heutigen Konsum- und Wachstumsgesellschaft wird dieses Prinzip sehr oft missbraucht, wahnsinnig oft missbraucht. Gerade in Deutschland, also wir sind gar nicht mehr in dieser Ausgeglichenheit, uns wird das auch gar nicht mehr beigebracht, weil wir sind fleißige Deutsche, wir arbeiten und arbeiten und arbeiten und dann kriegen wir den Ausgleich als Geld oder als Urlaub. Aber wir müssen erstmal leisten, man darf sich nichts einfach so nehmen, wir müssen immer etwas geben dafür, wir müssen Leistung bringen, immer mehr Leistung. Aber auch die Erwartungen, die wir immer an alles haben. Also, was bekomme ich zurück? Also, wir überlegen uns fünfmal, bevor wir etwas tun, weil wir uns erstmal überlegen müssen, ja, was bekomme ich dafür überhaupt? Also, einfach so umsonst etwas zu machen, ist heutzutage in unserer Gesellschaft auch überhaupt nicht mehr vorhanden. Das ist für keinen mehr denkbar, etwas zu tun, ohne etwas zurückzubekommen. Meiner Meinung nach ist die Voraussetzung für diesen Ausgleich im Energielevel zu haben, ist Vertrauen. Wir müssen darauf vertrauen, dass wenn wir einfach fließen lassen, dass unser Energielevel dann immer im Ausgleich ist. Dass wir nicht dafür tun müssen, sondern dass wir einfach nur fließen lassen müssen, geben müssen und darauf vertrauen, dass wir bekommen. Und ob es jetzt von dieser Person zurückkommt oder von einer ganz anderen Person, von der wir es überhaupt nicht erwartet hätten. Also Vertrauen ist die Basis allen Ausgleichs, aller Einheit. Ja, ich finde, dieses Thema kann man sehr realistisch und sehr plastisch auch greifbar machen, indem ihr euch einfach mal euren Handlungen bewusst werdet. Also, wie fühlt es sich an, wenn ich etwas gebe? Habe ich dann im Hinterkopf gleich immer, jetzt muss ich aber von dem auch was zurückbekommen? Also kann ich bedingungslos geben oder ist es immer nur mit Bedingungen verknüpft? Und das ist ganz oft so. Macht euch das mal bewusst, wenn ihr nächstes Mal etwas gebt und das merkt, dass ihr etwas gebt, ob ihr dann im Hinterkopf schon habt, ja, aber jetzt muss ich auch was zurückbekommen. Also macht euch das einfach mal klar, wie fühlt sich das auch an zu geben? Ist es ein positives Gefühl, ist es ein negatives Gefühl? Und wenn man etwas gibt, das ist auch ein Synonym für die Stärke, die man hat. Also man gibt von dem, wo man gut drin ist, was eine Stärke von einem ist, davon gibt man viel mehr. Und macht euch das mal bewusst, dass das eure Stärken sind, wenn ihr etwas gebt. Also wenn ihr zum Beispiel, ja, sehr hilfsbereit seid, dann macht euch das bewusst, dass ihr, wenn ihr jedes Mal, wenn ihr einem Menschen helft, dass es auch eure Stärke ist. Und genau das Gleiche mit dem Nehmen oder dem Empfangen. Macht euch bewusst, wenn ihr etwas empfangt von einer anderen Person oder von eurer Umgebung. Macht euch bewusst, ob ihr einfach ohne Hintergedanken empfangen könnt oder ob ihr dann gleich schon wieder ein schlechtes Gewissen habt, von wegen so, oh, jetzt muss ich dir mir gleich wieder was zurückgeben, weil ihr mir gerade so viel gibt. Oder ja, einfach wirklich ein negatives Gefühl beim Empfangen habt, was, glaube ich, in der heutigen Gesellschaft viele haben, weil einfach immer propagiert wird, dass man dann auch etwas geben muss, dass man nicht hilfebedürftig sein darf, weil nehmen heißt ja auch immer, dass man seine Schwächen zugibt, dass man eben verletzlich wird, dass man zugibt, du, mir geht's heute nicht gut, ich brauche einfach mal eine Umarmung oder ich brauche Liebe oder ich brauche ein nettes Wort von dir. Das ist Empfangen für mich. Also, lasse ich es zu empfangen. Oder habe ich im Hinterkopf immer gleich, ja, jetzt das macht er ja eh nur, weil ich ihm was zurückgeben muss. Also das ist, gerade dieses Empfangen ist, glaube ich, in unserer heutigen Gesellschaft sehr unterbesetzt. Und es sollte viel mehr, viel liebevoller bedacht werden, zu empfangen, wie schön das ist. Jemandem, ja, einfach das Gefühl zu haben, mir wird gerade etwas geschenkt und ich nehme dieses Geschenk an.
Ja, und auch diese Verletzlichkeit zuzulassen, indem man etwas empfängt. Wenn man etwas empfängt und das bedingungslos tut und etwas ohne schlechtes Gewissen etwas empfängt, dann ist man sehr verletzlich. Sehr verletzlich. Und das muss man zulassen. Verletzlichkeit wird heute immer, man darf nicht verletzlich sein, man ist immer stark und ja, Gefühle zulassen, nee. Das ist ganz wichtig, dass man Verletzlichkeit zulassen kann. Weil dann, nur dann vertraut man einer anderen Person. Dann lässt man es zu, dass sie auch seine Schwächen sieht. Jeder hat Schwächen. Jeder hat Stärken. Macht euch das bewusst. Welche Schwächen habt ihr? Welche Stärken habt ihr? Nochmal ganz wichtig. Geben heißt nicht, dass es positiv ist. Und nehmen heißt auch nicht, dass es negativ ist. Also, es ist ein Ausgleich. Minus und Plus. Wir haben diesen beiden Begriffen Bewertungen zugedacht. Aber im Endeffekt ist es einfach nur ein Ausgleichssystem. Minus, Plus, Null. Es ist einfach, es gleicht sich aus. Und wenn man in der Mitte bei der Null steht, dann ist man im Ausgleich. Dann hat man von beiden Seiten was. Das ist ganz wichtig. Es ist nicht negativ, es ist nicht positiv. Bewertungen möchte ich in diesem System komplett außen vor lassen. Ist auch eigentlich Quatsch, da immer gleich zu bewerten. Was ist negativ, was ist positiv? Schwächen und Stärken hat jeder Mensch. Sollte nicht negativ und positiv bewertet werden. Aber nur das im Bewusstsein. Wo sind meine Stärken? Wo kann ich was geben? Wo sind meine Schwächen? Wo muss ich was nehmen? Ja, macht euch das bewusst. Macht euch bewusst, was euch fehlt. Macht euch bewusst, wo ihr in Fülle seid, wo ihr was geben könnt. Und im Endeffekt ist alles Fülle um uns herum. Im Endeffekt geht es wirklich darum, fließen zu lassen, wie auch schon gesagt. Gebt immer unter dem Vertrauen, dass ihr etwas bekommt, dass ihr das bekommt, was ihr braucht. Und wenn ihr das bekommt, was ihr braucht, dann seid euch dessen bewusst, dass ihr gerade empfangt und dass ihr, ja, diese Liebe auch einfach voller Vertrauen in euch aufnehmen könnt. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu philosophisch und ich würde mich sehr freuen, mir um eure Meinungen zu diesem Thema. Könnt ihr bedingungslos geben? Bis zum nächsten Video. Tschüss!